Seit dem 1. Dezember gibt es in der Kreuzbergstraße 35 in Dessau-Roßlau das Fitnessstudio Lucky Fitness. Mit einem recht modernen Konzept will Geschäftsführer Marcel March neue Wege beschreiten und erklärte uns die Besonderheiten von Lucky Fitness. Das neue Konzept von LuckyFitness.de ist, dass es jetzt der erste Premium-Discount in Dessau ist und man hier monatlich kündigen kann. Es geht ab 25 Euro los, man hat Getränke inklusive, man hat Fitnesstraining inklusive, das Duschen inklusive. Und wir werden mehrere Standorte noch in Wolf, Bitterfeld und Köthen eröffnen und man kann dann in allen Studios trainieren. Ganz wichtig ist noch, man kann die Verträge nicht nur monatlich kündigen, sondern man kann optional auch Flatrates dazu buchen. Das kennen viele von den Mobilfunkanbietern. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt im Winter die Sauna dazu nehmen, damit zahlt man auch nur im Winter die Sauna. Und im Sommer nimmt man dann zum Beispiel eine Kursflatrate mit rein, wo man dann zum Beispiel in Sumba die Hüfte schwingen lässt. Der Reha-Sportverein Kraftwerk steht für Kursprogramme, die zur primären Prävention geeignet sind. Die Kurse erbringen gegenüber den Teilnehmern Verbesserungen des allgemeinen Gesundheitszustandes. Bei Lucky Fitness hingegen kann man durchaus seinen Körper gezielt trainieren, ob nun sportlich oder präventiv. Deshalb wird nicht nur eine Zielgruppe angesprochen. Von jung bis alt, da wir auch einen Reha-Zirkel haben und auch Gesundheitskurse anbieten, ist es also auch etwas für die ältere Bevölkerung dabei. Und auch die jungen Menschen können jetzt endlich bei uns trainieren, weil wir keine teuren Aufnahmegebühren haben, die den Einstieg ins Studio irgendwie erschweren. In gewohnter Weise stehen auch bei Lucky Fitness geschulte Trainerinnen und Trainer mit Rat und Tat zur Seite. Ein Service, den March auch weiterhin anbietet und damit gut fährt. Generell kann man auf unserer Homepage www.luckyfitness.de oder auch bei YouTube einfach Lucky Fitness eingeben, sich schon einen guten Überblick machen. Ansonsten sind hier vor Ort vom Physiotherapeuten über Sportlehrer und Sport- und Fitnesskaufmännern alle jederzeit für Beratung für euch da. Im Übrigen zeigt sich die AOK sehr angetan vom Konzept des Reha-Sportvereins Kraftwerk und Lucky Fitness. So übergab die Krankenkasse dem Verein neue Gymnastikbälle und würdigte auch das Konzept von Lucky Fitness. Denn wie Jörg Engel, AOK-Firmenpräventionsbeauftragter, sagte, sei somit auch für die betriebliche Gesundheitsförderung in den Firmen der Region gesorgt.